Der tiefere Grund, warum wir immer wieder Blasen an den Finanzmärkten erleben, ist offenkundig, dass diese Blasen aus einem religiösen Grundbedürfnis der Menschen entstehen, die erstens nach Sinn suchen, zweitens vor allem zeigen wollen, hoffen wollen, dass die Zukunft viel besser ist als die Gegenwart. Und so ist es eben an den Finanzmärkten wie bei der Religion. Bei der Religion wird ja permanent nur über Gott gesprochen oder über das Göttliche. Faktisch verrät uns aber eben diese Religion viel mehr über den Gläubigen als über Gott, und so verrät uns eben derzeit auch diese KI-Euphorie viel mehr über die Euphorie in Sachen KI als über das, was KI wirklich sein wird und bringen wird. Und so ist es mit Nvidia. Alle Welt wartet jetzt auf diese Nvidia-Zahlen, die morgen kommen sollen. Deswegen sehen wir heute wenig Bewegung an den US-Aktienmärkten. Aber es ist eben dieses Bild von den Goldsuchern, das ich versuche immer wieder zu verwenden. Was uns Nvidia-Zahlen sagen, ist, dass die Goldsucher große oder weniger große Hoffnung haben, Gold zu finden. Es verrät uns aber nichts bisher, ob sie wirklich Gold finden und finden werden. Dementsprechend wird es wahrscheinlich sehr viel wichtigere Themen geben als Nvidia, zumindest mittelfristig. Kurzfristig könnte das sehr, sehr viel bewirken, weil eben so viel dranhängt, die ganzen Datacenter-Geschichten, die die großen US-Tech-Firmen vor allem bauen und so weiter und so fort. Aber mittelfristig wird etwas anderes wichtig, nämlich wie wird sich die US-Wirtschaft entwickeln? Und da gibt es ganz klare Indikationen, dass eben diese Wirtschaft in eine Rezession fallen wird mit großer Wahrscheinlichkeit und dass das übergeordnet wiederum wichtiger ist als eben der Hype um künstliche Intelligenz. Das sehen wir an den Märkten. Der Shift hat an den Märkten schon längst stattgefunden. Kein Zufall, dass der Nasdaq nicht stärker ist als die anderen Indizes, während der Dow Jones gestern noch sein Allzeithoch erreicht hat, der S&P nicht so weit davon entfernt ist, ist der Nasdaq trotz KI-Euphorie doch ziemlich weit davon entfernt. Wir wollen uns die Gemengelage mal anschauen, die wirklich sehr, sehr interessant ist. Und hier sehen wir schon mal, Nvidia's results will be the most important tech earnings in years, sagt hier Tech Bull Ives. Hier bei Bloomberg die Headline, die Aktien, die laufen seitwärts nach der Rallye oder nach dieser 1000% Rallye bei Nvidia, die jetzt sich einem Test unterziehen muss. Ja, das stimmt natürlich. Wobei die Nachfrage nach diesen Chips wohl weiter sehr hoch sein wird. Gar keine Frage. Die Frage wird nur sein, Blackwell, diese Verzögerung, dass dieser Chip auf den Markt kommt, was wird das für den Ausblick bedeuten? Dementsprechend denke ich, ist das gar nicht so fürchterlich interessant, auch wenn es kurzfristig natürlich die Märkte bewegt, was mit diesen Nvidia-Zahlen sein wird, ob sie besser sind oder schlechter sind. In beiden Fällen, glaube ich, wird es übergeordnet um andere Themen gehen, und diese Themen, die sind wichtiger als eben die wichtigste Aktie der Welt, wie es hier bei CNBC heißt. Ja, Nvidia ist die zweitschwergewichtetste Aktie in Sachen Marktkapitalisierung an der Wall Street, hinter Apple und noch vor Microsoft. Aber wie gesagt, das sind nicht die Dinge, die langfristig entscheidend sind. Was ich sehen will bei den Zahlen, und das werde ich aus den Nvidia-Zahlen so schnell nicht erfahren, sondern das will ich sehen bei den Unternehmen, die diese Chips kaufen, bei einer Microsoft, bei einer Google, bei einer Meta. Da will ich sehen, damit verdient ihr also mit KI Geld, und so viel Geld. Ihr habt so und so viel investiert und bekommt jetzt so und so viel raus, sodass sich diese Investition dann und dann amortisiert. Dann macht ihr richtig Gewinn. Dementsprechend tut ihr gut daran, diese Chips zu kaufen. Diese Frage ist nicht beantwortet. Bisher gibt es null Beleg, dass eben das alles der Fall ist. Und dementsprechend sollten wir das Übergeordnete natürlich im Blick halten, auch wenn jetzt diese Dominanz natürlich dieser großen Tech-Werte, die alle von der KI-Hoffnung leben und deswegen so hoch bewertet sind, zu dieser immensen Konzentration geführt hat. Die 10 Aktien aus dem S&P 500, die sind immer noch fast 40% des gesamten Index, und das ist ein Index, der knapp 50 Billionen Dollar auf die Waage bringt an den Aktienmärkten, nämlich der S&P 500. Hier der entscheidende Mann bei DeepL, und das ist eine KI, die wirklich sinnvoll ist, die wirklich etwas verändert hat. Die nutzen wir bei Finanzmarktwelt zum Beispiel sehr intensiv, wenn es um die Übersetzung aus dem Englischen geht, wo ich wirklich sehr, sehr schnell
mir sehr viel Arbeit ersparen kann. Bisher sind die Anwendungsbereiche in anderen Sektoren noch relativ gering. Ja, man kann Programmierer einsparen, das dürfte ein Punkt sein, aber hier einer der zentralen Leute von DeepL, nämlich Jaroslav Kutilowski, wahrscheinlich wie symbolischen Horst, weiß ich jetzt nicht genau, jedenfalls sagt der, es sprechen viele Indizien für eine KI-Blase, weil er sagt, du hast am Anfang immer diese Euphorie und dann hast du eine Ernüchterung und dann geht es wieder nach oben. Und da hat der Mann recht, das wird diesmal auch wahrscheinlich so sein. Insgesamt, wenn wir uns mal die Realität auf dem Boden anschauen, dann sehen wir jetzt gemäß neuer Umfrage, 5% der Firmen sagen, wir haben KI genutzt. Vor einem Jahr waren es 4%. Wir haben also einen rasanten Zugewinn von 1%. 7% sagen, sie planen KI bald zu nutzen. Vor einem Jahr waren es 6%. Wir sehen also eine rasante Entwicklung, der wir gar nicht mehr hinterherschauen können. So lichtgeschwindig geht die hier derzeit über die Bühne. Also wir sehen, da ist ein bisschen ein Unterschied zwischen Anspruch und Realität und genau das könnte jetzt einem Exemplar aus diesem KI-Hype-Bereich zum gefährlich werden. Supermicrocomputer. Hier hat Hindenburg Research, die ja berüchtigt sind an den Märkten, gesagt, wir shorten die, weil die Accounting Manipulation betreiben. Also praktisch mit ihrer Bilanzierung etwas nicht stimmt. Die wurden ja schon mal von der SEC verurteilt. Es gibt noch einige andere Vorwürfe, die man hier macht. Das wäre mal interessant, wenn sich die Herrschaften vielleicht auch um Nvidia kümmern würden. Da gibt es auch einige schöne Dinge in der Bilanz. Da traut man sich aber überhaupt noch nicht dran, aber das wäre mal hochinteressant. Aber kommen wir vielleicht mal zu dem Übergeordneten. Ich hatte diese Grafik heute Morgen schon gezeigt, weil sie, glaube ich, sehr, sehr zentral ist und übergeordnet das große Bild hier entwirft. Wir sehen, wenn wir hier uns mal rechts in diese Grafik hineinbegeben, da sehen wir rechts unten Early Recession, also in dem frühen Zustand einer Rezession einer Wirtschaft. Welche Werte laufen da sehr, sehr gut? Hier sehen wir Utilities, also Versorger, Strom, Wasser, Gas, Real Estate, also Immobilien, Healthcare, Financials, das sind die Bereiche, die gut laufen. In einer Wirtschaft, die bereits sich sehr stark abschwächt oder vielleicht sogar schon schrumpft. Und jetzt gucken wir uns mal an, was seit 3 Monaten sehr gut läuft. Hier sehen wir Real Estate, also Immobilien, Healthcare, defensiver Sektor, Consumer Staples, defensive Sektor, Dinge des täglichen Bedarfs, Zahnpasta, Colgate oder Colgate, wie die Amerikaner sagen, Financials und Utilities sind die besten Sektoren seit 3 Monaten. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an seit Jahresbeginn. Hier sehen wir Utilities, der beste Sektor mit einigem Abstand. Dann kommt Communication Services, Telekom-Unternehmen und so weiter, auch eher defensiv. Dann haben wir die Finanzwerte. Dann der S&P, dann Staples, also diese Dinge des täglichen Bedarfs und dann erst kommt Tech. Wir sehen also, dass letztendlich eigentlich vor allem defensive Werte seit Jahresbeginn hier gefragt sind, während zum Beispiel ganz hinten sehen wir Materials und Consumer Discretionary, also Materials würden davon profitieren, wenn die Wirtschaft einen starken Aufschwung erlebt. Man braucht Materialien zum Bauen und so weiter und Consumer Discretionary profitiert davon, dass es den Konsumenten in der Breite gut geht, weil sie sich dann Fernseher kaufen, Autos kaufen und so weiter und so fort. Und schauen wir uns mal jetzt gerade in den letzten Tagen an, was sich da geändert hat. Consumer Staples gegen Consumer Discretionary, also die Dinge, die du täglich brauchst, die defensiv als defensiv gelten an den Märkten, die laufen wie Schmidts Katze und die Consumer Discretionary, die haben sich auch erholt, aber bleiben deutlich zurück hinter dem, was eben die Consumer Staples hier leisten. Und das ist vielleicht einer der wichtigsten Grafiken überhaupt. Wir haben ja in der Berichtssaison, die morgen ja mit Nvidia dann mehr oder weniger endgültig endet, gesehen, dass die Unternehmen ja sehr ordentliche Profite erzielt haben. Aber das sind Profite, aber nicht eben die Umsätze. Und wir sehen, dass das Umsatzwachstum marginal ist. Die Firmen haben eben versucht, sich effizienter aufzustellen, Strukturen besser zu organisieren. Aber es zeigt eben auch, dass sie nicht viel mehr Umsatz gemacht haben. Wenn sie nicht viel mehr Umsatz machen, ist das eine Aussage über eine nicht allzu starke Wirtschaft, darf man vermuten. Also sind sie hergegangen und haben gesagt, gut, wir müssen irgendwie unsere Kosten im Griff kriegen. Vielleicht entlassen wir einige Leute.
Vielleicht lassen wir die Dinge weg, die nicht so richtig gut funktionieren, und das würde sich decken mit dem, was wir am Arbeitsmarkt sehen. Wir hatten heute das Verbrauchervertrauen des Conference Board, das okay war, aber wir sehen hier vor allem Arbeitsmarkt, da werden die Leute gefragt, Jobs plentiful to get, also ist es leicht, einen Job zu bekommen, see or not, und die Leute oder so wenig Leute wie seit Corona sagen jetzt, dass es leicht sei, einen Job zu bekommen. Wir sehen also an solchen Dingen, wie die Lage sich verschiebt, und das erklärt wahrscheinlich auch, warum die Fed jetzt plötzlich diese Radikalwende gemacht hat, als man vorher noch gesagt hat, ja, wir wollen noch weitere Beweise haben, dass die Inflation zurückgeht. Jetzt plötzlich hinzu, Inflation ist besiegt und Arbeitsmarkt ist jetzt das ganz große Thema. Das ist der Fed dann blühend heiß eingefallen, aber vielleicht ist Inflation auch noch ein Thema, zumindest wenn wir uns mal den US-Hausmarkt anschauen, sehen wir Case-Shiller-Index jetzt 0,42% gestiegen und 6,4% year over year. Das ist also viel mehr als eben die von der Fed eigentlich angestrebte Inflationsrate von 2%. Wir sehen vor allem New York hier mit einem starken Anstieg, 9%. Dann solche Städte wie San Diego und so weiter, Las Vegas. Also tendenziell eben Bereiche, die im Süden sind. Überhaupt hat sich ja das Gewicht der Wirtschaft in den USA Richtung Süden verschoben, Richtung Arizona, Richtung Texas, Richtung Florida, geht immer mehr weg, ein Stück weit aus Kalifornien, das nur am Rande. Und heute hatten wir neben diesem Conference Board Verbrauchervertrauen eben auch noch die Zahlen von der Dallas Fed. Manufacturing Index ist das hier. Und hier heißt es von einem der Befragten von der Dallas Fed, ja, merkwürdig, dass alle Schlagzeilen irgendwie von einem Rückgang der Inflation sprechen. Wir sehen das in unserem Bereich Planungs- und Bauindustrie nicht. Im Gegenteil, eine Tür zum Beispiel, die vor einem Jahr noch $3.000 gekostet hat, kostet jetzt $10.000. Es gibt weniger Wettbewerb auf dem Markt, immer weniger lokale Unternehmen. Viele haben geschlossen, weil es schwierig ist, die Belegschaft zu halten und die Inhaber kurz vor dem Ruhestand stehen. Es gibt immer noch lange Vorlaufzeiten, wie für Artikel für Transformatoren und Generatoren. Also wir sehen, das ist vielleicht ein bisschen sehr voreilig, jetzt schon den Sieg über die Inflation zu erklären. Und wir sehen, auch die Märkte tun sich damit ein bisschen schwer. Hier sehen wir mal den Vergleich zwischen, naja, wie ist die Wahrscheinlichkeit eines 50-Punkte-Basisschritts im September und eines 25-Punkt-Basisschrittes. Und zuletzt ist die 25er-Variante wieder deutlich gestiegen, während die 50er wieder deutlich gefallen ist. Mal sehen, wie es rauskommt, so oder so. Wenn wirklich die Wirtschaft das Entscheidende ist, dann könnte die zweite Septemberhälfte sehr, sehr interessant werden. Da haben wir nämlich dann sehr viel mehr Daten, da haben wir die neuen Arbeitsmarktdaten, wir wissen vielleicht doch ein bisschen mehr, wo es hinläuft. Traditionell ist die zweite Septemberhälfte sehr, sehr schwach an den Märkten, also haben wir noch ein bisschen Zeit, nach oben zu laufen, weil Aktien steigen immer. Kommen wir noch kurz zur Politiker. Hier hat jetzt Kamala Harris gesagt, oh, jetzt müssen wir vielleicht doch eine Mauer bauen Richtung Mexiko. Das hat sie noch vor einem Jahr als unamerikanisch abgelehnt. Just a stupid use of money, so hat sie gesagt. Und jetzt will sie also immer mehr Trump imitieren, hat man das Gefühl. Erst diese Geschichte mit den Trinkgeldern, die nicht mehr besteuert werden sollen. Jetzt will sie also auch irgendwie das Migrationsproblem angehen, das sie ja als Border Czar nicht wirklich angegangen ist. Trump wiederum sagt jetzt aufgrund der Aussagen von Zuckerberg, der gesagt hat, ja, die Biden-Administration hat mich in Sachen Corona gezwungen, bestimmte Dinge nicht zuzulassen, zu zensieren. Da ging es auch um den Hunter Biden-Laptop, also den Laptop des Sohnes von Joe Biden. Auch das musste man unterdrücken, so heißt es. Daran sieht jetzt Donald Trump den Beleg dafür, dass die Wahlen doch manipuliert waren im Jahr 2020. Interessante Themen. Und nicht weniger interessant ist, dass auf den Börsenparketten hierzulande immer mehr gesagt wird, naja, also wie lange hält der DAX einen Wirtschaftsminister Habeck noch aus, der ja ernsthaft den Firmen vorgeschlagen hat, ja, produziert doch nur, wenn die Sonne scheint, weil dann haben wir viel Solarenergie oder der Wind weht. Der DAX am Allzeithoch, und das kontrastiert eigentlich komplett mit der Lage der Wirtschaft derzeit. Ja, der DAX ist ein oder besteht aus Firmen, die natürlich viel Geschäft im Ausland machen, aber sie machen eben auch einen relevanten Teil in Deutschland und vor allem in der Eurozone. Also das ist schon ein bisschen verwunderlich, aber es gibt natürlich glänzende Perspektiven.
Hier sehen wir ja, dass jetzt immer öfter aufgrund des auch starken Solarausbaus eben der Strompreis negativ wird, weil eben zu viel Strom dann da ist. Man kann es nicht wirklich nachhaltig speichern. Dadurch muss der Strom schnell weg. Der Staat aber subventioniert eben die Solarparkbetreiber weiterhin, auch wenn der Strom nichts kostet. Und das ist eben eine Rechnung, die wir einrechnen müssen in diesen vielen 100 bis Milliarden bis zu Billionenbeträgen, die wir letztendlich für diese Energiewende bezahlen. Exxon hat heute gesagt, ja, also die Energienachfrage für Transport wird sich mehr als 20% steigern bis 2050. Bei der Industrie ebenfalls mehr als 20%. Und die globale Nachfrage nach Elektrizität wird sich verdoppeln. Und das wird mit Wind und Solar alleine nicht herzustellen sein. So schön diese Technologien auch sind, aber nur auf diese zu setzen, ist ein sehr großes Risiko, wenn man alle Alternativen dann abschaltet, so wie es die Bundesregierung letztendlich getan hat. Und wenn wir schon mal in Deutschland sind, dann sehen wir, das Einzige, was hier wächst, ist die Bürokratie. Auch sichtbar am Government Spending. Wir sind im zweiten Quartal 1% Anstieg der Regierungsausgaben, während der private Konsum minus 0,2% und vor allem Capital Investment, also Investitionen minus 2,2%, heißt nichts anderes, als dass die Firmen nicht mehr in Deutschland investieren, sondern eher im Ausland, eben aufgrund der schon beschriebenen Probleme. Und hier sehen wir, das ist nicht das erste Quartal, sondern das zweite Quartal jetzt in Folge, wo das der Fall ist. Ohne diese Regierungsausgaben wäre das Minus des deutschen BIPs also noch größer gewesen. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren, Nvidia-Zahlen. Die Analysten haben die Euphorie wochenlang gesteigert. Jetzt muss geliefert werden, sonst wird es unschön kurzfristig an den Märkten, was hier die Analysten erwarten. Schon mal ein Vorgriff auf das, was dann morgen Abend kommt, hier in diesem Artikel gerne empfehlen. Und die zweite Empfehlung ist, was PDD, also Pinduoduo, uns über die chinesische Wirtschaft verrät, und das ist einiges und nicht wirklich Gutes. Das ist auch einer der Gründe, aber nur einer der Gründe, warum es der deutschen Wirtschaft nicht so gut geht, dass die Chinesen ein Problem haben, und die wiederum haben ein Problem, weil sie eben auch eine Wirtschaftspolitik betreiben, die kontraproduktiv ist, die nicht funktionieren kann, aber man versucht es immer wieder. Das gleiche gilt für Blasen, die kommen immer wieder, dann platzen sie, dann entsteht irgendwo die nächste Blase. Also es ist nicht so, dass der Mensch daraus lernen würde, offenkundig, weil es ist ein Bedürfnis, ist das eben über die jeweiligen Zeitgenossen hinausgeht. Diese beiden Empfehlungen, jetzt sage ich Servus, ciao.